Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks auf der IFA 2014. Übrigens, wie immer, präsentiert von Asus und Mercedes-Benz in dem Fall. Und was wir hier haben, ist das neue Toshiba Radius 11. Das ist ein Verwandter des Cloudbooks, was wir euch vielleicht schon gezeigt haben. Und ist ebenfalls ein 11,6 Zoll Notebook, auf den ersten Blick zumindest. Aber hier eben mit Touch in dem Fall und statt TN-Panel mit einem ordentlichen IPS-Bildschirm. Auflösung 1366x768, also soweit unverändert. Das Besondere ist allerdings, was man jetzt vielleicht so nicht vermuten mag, es ist ein Yoga-Style-Gerät. Man kann das Ganze also komplett um 360 Grad nach hinten falten und das Gerät so zu einem Tablet mutieren lassen. Soll demnächst für 390 Euro hoffentlich, wahrscheinlich eher um die 450, auf den deutschen Markt kommen. Kommt definitiv noch im vierten Quartal und wird dann breit verfügbar sein. Ist in dem Fall basierend auf einem Intel Pentium N3540, also der Quad-Core mit bis zu 2,16 GHz. Der Standardtakt ist mir gerade entfallen, aber reichlich Leistung auf jeden Fall für das Gerät. Wir haben hier einen, ich denke mal, das müsste ebenfalls ein 29 Wattstunden Akku sein. Vielleicht ist er auch ein bisschen größer, aber weil es eben der Quad-Core ist, läuft die Kiste so 5 bis 6 Stunden maximal. Eigentlich ganz in Ordnung, denke ich, für so ein mobiles Paket, vor allem in dem Preispunkt. IPS-Panel, wie gesagt, Blickwinkelabhängigkeit ist also so relativ gering. Wir haben hier oben eine 1-Megapixel-Kamera, eine sehr einfache Kamera. Unterhalb des Displays gibt es dann natürlich noch den Windows-Start-Button in dem Fall, auch wenn es den dann in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so oft benötigen werden. Und wir haben ein ganz ordentliches Keyboard. Da biegt sich jetzt so auf den ersten Blick erstmal relativ wenig. Es ist durchaus einigermaßen stabil. Die Tastengröße geht vollkommen in Ordnung. Wir haben hier an der Seite dann noch Page-Up- und Page-Down-Tasten. Jetzt ist die Frage, wie das dann bei dem deutschen Ä und Ü und Ö, also den Umlauten, aussieht, ob die dann auch noch draufpassen auf das Trackpad, auf das Keyboard. Wir haben hier drüben eine Caps-Lock-Taste, die erstaunlicherweise oder netterweise ziemlich klein geraten ist, denn die benutzt man eben nur zum Trollen. Und wir haben dann drüben eine ganz gut große Shift-Taste in dem Fall. Die Space-Taste ist relativ klein, außerdem sieht man hier noch eine zusätzlich verbaute, beziehungsweise hier drüben dann auch. Die Sonderzeichen sind da etwas seltsam positioniert. Wir werden uns also dann bald dafür interessieren, wie denn das deutsche Tastaturlayout genau aussieht. Wir haben ein relativ großes Trackpad hier unten mit zwei separat aufgehängten Maustasten. Man kann also damit ziemlich ordentlich klicken und muss nicht unbedingt darauf vertrauen, dass das Trackpad selbst die Tipperei erkennt. Das Ganze ist aus Plastik, wie immer, hat hier innen eine matte Oberfläche. Das Display ist natürlich sehr, sehr glossy geraten und wir gucken kurz rum um die Seiten. Da haben wir hier den Stromanschluss natürlich, den Ein- und Ausschalter mit der Power-LED. Dazu gibt es dann hier noch einen HDMI-Ausgang von voller Größe, einen USB 3.0-Anschluss natürlich und den SD-Kartenleser, der hier ebenfalls die normale volle Größe hat. Auf der rechten Seite kommen dann dazu die Lautstärke, wird man natürlich, der Kopfhöreranschluss und ein USB 2.0-Anschluss. Hier hinten gibt es dann noch einen Kensington-Lock, damit ich das Ding nicht gleich mit nach Hause nehme. Und wenn wir hier auf die Rückseite schauen, dann sieht man vielleicht, wenn die Kamera das einfangen kann, hier oben sitzen noch zwei Stereo-Lautsprecher. Die sollen, wie bei den Chromebooks, glaube ich, sogar noch von einem Kopfhörerhersteller gewisser Art modifiziert bzw. angepasst worden sein und somit einen ganz ordentlichen Sound liefern. Hier oben, habe ich gerade entdeckt, gibt es dann auch noch eine Ladung LEDs, unter anderem für die Festplatte, das WLAN und den Ein- und Ausschalter. Das ganze Ding wiegt ungefähr 1,3 Kilogramm und hat eine sehr, sehr glänzende Oberfläche, die allerdings durch diese Struktur, die das Ganze hat, Fingerabdrücke nicht so gut erkennbar macht. Sie zieht auf jeden Fall welche an, aber das macht jetzt erstmal bei dank der Struktur nicht allzu viel aus. Ja, das ist, wie gesagt, das Toshiba Radius 11, kommt demnächst, also definitiv noch im vierten Quartal in den deutschen Handel, startet hoffentlich ab 399 und ja, das war's eigentlich. Ich war Roland für Mobile Geeks und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns ein Like auf Facebook, folgt uns bei Twitter und Google Plus und über ein Abo beim Kanal und einen Daumen hoch würden wir uns natürlich auch freuen. Bis dann! Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks auf der IFA 2014. Übrigens, wie immer, präsentiert von Asus und Mercedes-Benz in dem Fall. Und was wir hier haben, ist das neue Toshiba Radius 11. Das ist ein Verwandter des Cloudbooks, was wir euch vielleicht schon gezeigt haben und ist ebenfalls ein 11,6 Zoll Notebook, auf den ersten Blick zumindest, aber hier eben mit Touch in dem Fall und statt TN-Panel mit einem ordentlichen IPS-Bildschirm. Auflösung 1366x768, also soweit unverändert. Das Besondere ist allerdings, was man jetzt vielleicht so nicht vermuten mag, es ist ein Yoga-Style-Gerät. Man kann das Ganze also komplett um 360 Grad nach hinten falten und das Gerät so zu einem Tablet mutieren lassen. Soll demnächst für 390 Euro hoffentlich, wahrscheinlich eher um die 450, auf den deutschen Markt kommen. Kommt definitiv noch im vierten Quartal und wird dann
breit verfügbar sein. Ist in dem Fall basierend auf einem Intel Pentium N3540, also der Quad-Core mit bis zu 2,16 GHz. Der Standardtakt ist mir gerade entfallen, aber reichlich Leistung auf jeden Fall für das Gerät. Wir haben hier einen, ich denke mal, das